Hallöchen. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Okay, machen wir, Bourbon. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Die Taschenlampe aus, Mann. Scheiße, da fasse ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Alter. Und drin. Wir sind gut. Bourbon. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Ach du Scheiße. Das sind also seine Freunde, die er hier hat. Ciao, Bourbon. Und euch nochmal ein herzliches Willkommen zurück bei Metro 2033 Redux. Und ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Schnell noch seine Ausrüstung beiseite gezogen. So, dann würde ich sagen, wir tauschen diese hier gegen die AK aus. Das ist doch schon was ganz was anderes. So. Wie sieht's denn aus? Welche... So. Ich steige einfach mal aus. Moment. Achtung. Wieso hängt der so? Okay. Der geht hier also im Kreis. Und runter. Moment. Auf Y. Bleibe ich unten. Das Pfeffer kommt wieder. Nein! Hallöchen und willkommen zurück. Ich bin wieder mal rausgetappt. Anscheinend immer der erste Klick im Spiel lässt einen raustappen. Aber es geht natürlich sofort weiter. Haben die das gesehen oder wie? Moment. Licht aus. Da rechts ist jemand. Kann man sich hier vorbeischleichen? Könnte man schon, ja. Okay. Stirb. Sehr schön. Und wir finden hier offensichtlich einen neuen Eintrag, den wir auch gleich verlesen werden. Eintrag 1. Gibt es irgendwelche Kredithaie in der Metro, denen Bourbon kein Geld schuldet? Oder gefährliche Obermotze, die er noch nicht viel geärgert hat? Verdammt, diesem Typen hängt die ganze Welt am Arsch. Und dieses Mal scheint das Glück ihn zu verlassen. Mir ist das egal, oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Sukhoi, mein Stiefvater, sagte mir einmal, rettest du jemanden einmal, musst du ihn immer retten.
Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, den man nicht hat sterben lassen. Er wächst dir ans Herz. Deshalb nahm Sukhoi mich auf, als meine Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt auch nicht Bourbon nicht zurücklassen. Was? Okay, hab mich verlesen. Es tut mir sehr leid. In der toten Stadt habe ich tatsächlich 2 Einträge übersehen. Sehr schön, das gefällt mir außerordentlich gut. So. Und wir haben wieder etwas Munition gefunden. Hier ein Granätchen. So. Das Licht ist aus. Wir schauen, ob wir hier einfach ungesehen durchschleichen können. Wobei das hier wahrscheinlich die falsche Richtung ist. Was aber auch egal ist. So. Was haben wir hier? Ah, da liegt noch etwas. Ein Pfeil. Für eine spätere Waffe. So. Hier haben wir wieder Toiletten. Ah, hier sind einige Leute. Leute. Das war ich nicht. Wie ist der Typ gerade gestorben? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Zuerst stirbt hier der Typ, dann hier diese Falle. So. Und jetzt haben wir die bessere Schrotflinte, ohne sie zu kaufen. Seht ihr? Und so lohnt sich das. So macht man das hier in der harten Welt von Metro 2033. Kerze aus. Es stinkt hier ein wenig. Ach, Scheiße. Ach, du Schande. Leute, ich glaube, wir haben einen offenen Konflikt provoziert. Und der offene Konflikt ist bei Metro 2033 so gut wie der sichere Tod. Leute. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie haben unsere Spur verloren. Das käme uns sehr gelegen. Achtung! Wir haben Gesellschaft! Verdammte Scheiße! Von wo? Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Hast du ihn schon gesehen? Lustig. Nein. Versteckt sich irgendwo. Was machen wir denn jetzt? Der geht einfach weg. Ruhig bleiben, Kameraden. Geht einfach weg. Ich will euch gar nicht mehr sehen. In Ordnung, Jungs. Rücken wir ab. Schön langsam. Er hatte mich beinahe gesehen. Okay, hier kann ich anscheinend nicht durchfeuern. Sonst wäre das Fadenkreuz. Ja, aber Leute, hier drunter sitzen bleiben ist jetzt auch keine Option. Zumindest keine gute.
So, Headshot. So, was soll das heißen jetzt? Sehr schön. So. Du bist tot. Natürlich bin ich das. Aber warum und wieso? Schon wieder? Hier hilft mir anscheinend irgendjemand. Aber wer und warum? Oh, verdammt. So viel Munition verschwendet hier. Ach, scheiße. Headshot. Sehr gut. Aber das gute Karma können wir uns jetzt in die Haare schmieren. So gut, wie wir das hier gelöst haben. Aha. Haben wir also voll. So, hier diese Landebahnmarkierungen machen wir mal aus. Die braucht kein Mensch. Hier schießt also jemand mit Pfeilen und unterstützt uns. Werfen wir mal eine Brandgranate. Aha, werden wir das? Werdet ihr das? Werdet ihr das tatsächlich tun? Ich wäre mir dessen nicht so sicher. Aha. Da wurde schon wieder geschossen. Aber wer? Und vor allem von wo? Von hier drin ja kaum. Das ist ja suspekt. Mal schauen. Aha, ein Helm also. Licht aus. Habe ich das Licht mal von der Ferne ausgeschalten? Aha. Hier müssen wir anscheinend auch lang. Wir hätten hier schleichen können, verdammt. Aber ich war zu blöde. War zu leichtsinnig vor allem. Ich bin zufällig an die linke Maustaste gekommen. Fuck. Das wollte ich gar nicht. Ach du Schande. Von einem offenen Konflikt in den anderen. Na toll. Tschüss. Wow. Wow, 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 wow. Einfach mal in die Runde sprayen.
Ich habe ihn anscheinend tödlich getroffen. Ich heile mich kurz. Der ist weg, der ist weg. So. Aha. Von wo? Von dort oben. Habe ich ihn getroffen? Tatsache. Tatsache. Was ist da? Na los. Die haben Helme auf. Was du kannst, kann ich schon lange. So, erledigt. Ich hätte gern das Visier, aber auf der AK. Das kann man nicht zerlegen, oder? Ne. Aha. Irgendwo müsste auch noch ein paar Wurfmesser liegen. Was hat denn der da dran? ETF? Ah nein, das ist eigentlich eine Bastardpistole, ne? Warte mal. Können wir ja gleich mal rausfinden hier. Ja, ist eine Bastardpistole. Aber das Ding wäre schon cool. Aber ich bleib beim Revolver, dann habe ich eine Handfeuerwaffe, eine Automatikwaffe und eine Schrot. Die Kombi finde ich eigentlich so ganz gut, da ist für alle und von allen was dabei. Siehst du? Ein schöner Schleichweg. Y bleibt im Schleichen. Aber hier geht's nicht weiter. Das ist auch toll. Das gefällt mir sehr. Wozu gibt's diesen Schleichweg hier? Ah, da. Hinten. Okay. Hinten rum. Links, dann rechts rum. Hier so. Alter Sch... Warte mal. Ach du Schande. Sitzt da einfach mal jemand? Ich glaub's ja nicht. So, wir schauen, ob wir von selber wieder raggen. Weil so wichtig ist es ja jetzt nicht, eine Nadel zu verschwenden, aber ich... könnte schwören, wir haben schon mal gesünder ausgesehen. Es ist auch verdammt dunkel hier. Night Vision haben wir noch nicht. Wäre auch schon ein bisschen OP. Entschuldigung, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Es funktioniert möglicherweise nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich es wenigstens versuche. Und es klappt ja immerhin. Ich meine, wir sind ja noch am Leben. Licht aus. Interessiert kein Schwein. Anscheinend hat uns jemand gehört. Ach du Schande, wie viele Fallen sind denn hier? Und ich laufe in jede einzelne rein. Und dann, statt dass ich laufe, wenn ich das Geräusch höre, dann schaue ich auch immer noch so blöde. Okay. Na, das ist ja geil hier. Aha, anscheinend
gibt's hier keine richtige... Moment. Was zum Teufel? Okay. Aha. Noch eine AK. Okay. Nehmen wir die Maske wieder ab. Nun gut, Leute. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Sehr schön. Ach du Schande! Ich glaube, der ist tot. Wir sollten die Beine in die Hand nehmen. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Wer bist du? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Khan? Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Moment mal. Ich nehme noch alles mit, was ich hier finden kann, okay? Dann können wir gehen. Ich will halt schließlich keinen guten Loot verschwenden. Was auch immer. Anscheinend habe ich... Oh, ein neuer Eintrag. Trockene Station. Eintrag 2. Es scheint, dass Männer wie Bourbon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles. Und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre? Weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat? Nein. Ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können. Dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst. Es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann Khan denn überhaupt über ihn urteilen? Ja, das stimmt. Aber wir erlauben uns alle ein Urteil. Über jeden und über alles und jeden. Egal, ob wir es denn wollen oder nun nicht. Tja. Und ich denke, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Dadurch, dass die Musik schon einspielt, habe ich bestimmt recht. Und ja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns das nächste Mal, wenn es denn wieder heißt, Let's Play Metro 2033 Redux. Bis dahin, ciao! Hallöchen und herzlich willkommen hier auf dem Endscreen. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, ich atme in dieser Aufnahme relativ schwer, was allerdings nicht daran liegt, dass ich irgendwie zu viel rauche oder so. Nein, es liegt vielmehr daran, dass ich etwas verschnupft bin, weil ich einen kleinen Radausflug, einen halb dreiviertelstündigen Radausflug gemacht habe. Bei eisigen Temperaturen, bei pfeifendem Wind und bei beginnendem Schneefall. Also nehmt's mir bitte nicht übel, ihr hört's ja. Ja, und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.